Es ist 18.45 Uhr, hier sind die Nachrichten bei RTL und das sind unsere Themen. Erfolgreicher Widerstand. Wegen massiver Kritik an den 2G-Regeln für Kinder muss der Berliner Senat seinen Corona-Beschluss korrigieren. Von wegen grüne Welle. Die große Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland fährt weiter mit dem Auto zur Arbeit, auch auf kurzen Strecken. Bahn, Busse und Fahrrad rangieren in der Beliebtheit weit dahinter. Und guck mal, wer da rennt. Am Stadtrand von Magdeburg erschreckt ein Elch die Autofahrer. Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell Sport. Bei uns in der Sendung auch heute wieder mit Ulrike von der Gröben. Guten Abend. Ja, seit heute sind die neuen Corona-Regeln in Kraft. So müssen Angestellte in Kitas oder Pflegeheimen jetzt Auskunft geben, ob sie geimpft sind oder nicht. Aber wie schön. Das haben wir aber echt vermisst jetzt so in den letzten 18 Monaten. Ja, schön. Jetzt kommt Christian. Der hat subtropisches Wetter für uns. Also zumindest subtropisch? Ja. Also genau. Genau zugehört. Aha. Also schauen Sie lieber mal rein. Gucken Sie mal lieber nach. Schönen Abend. Tschüss.